Herzlich willkommen zu dieser spannenden Folge. Heute geht es darum, wie wir uns ständig neu erfinden und deswegen jedes Jahr den Umsatz verdreifachen können. Und natürlich, was du daraus lernen kannst, wie du dich auch ständig neu erfinden kannst, wie auch du stark wachsen kannst mit deinem Unternehmen, mit deinem Business, mit deiner Selbstständigkeit und natürlich auch als Person, ja, von deiner Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja ganz stark miteinander verbunden. Also diese Folge ist ganz, 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 ganz spannend, ja. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, wenn man von 0, 250.000, dann eine Dreiviertelmillion, dann 2 Millionen, dann 6 Millionen, ne? Dann, ne? Wenn man sich ständig so verdreifachen kann, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Und das ist uns eben gelungen. Und wir haben übrigens nie so so fetischistisch sozusagen die Zahlen ganz genauso definiert, die wir da haben. Aber ganz grob haben wir dann irgendwann schon auch begonnen zu glauben, oh, das Verdreifachen, irgendwie war sich das so festgesetzt, sag ich jetzt mal, euer Verdreifachen, ja, wir streben jetzt so die Verdreifachung an. Und wenn es schon zweimal gelungen ist, warum dann nicht ein drittes Mal? Und jetzt werden die Zahlen größer und denkt man schon, puh, hat man schon Respekt davor. Ne? Ist ein Unterschied, ob man jetzt von einer Viertelmillion auf eine Dreiviertelmillion geht oder von 6 auf 18 Millionen. Aber so what, also wir haben eigentlich dann Gefallen gefunden einfach an dieser Verdreifachung. Jetzt ist die spannende Frage, wie ist das dann möglich zu erreichen? Und ich habe mir hier 2, 4, 6, 7 Punkte aufgeschrieben, die ich dir nennen möchte. Also wenn du willst, 7 Geheimnisse, wie es uns gelungen ist, eben uns ständig neu zu erfinden und dadurch den Umsatz jedes Jahr zu verdreifachen. Und das kannst du auch lernen. Also ich stelle jetzt einfach mal diese 7 Punkte vor, so ein bisschen die Quintessenz von allem. Also ganz wichtig, uns ist immer wichtig, dass die Kundenerfolge zuerst kommen. Also wir haben wirklich 3,5 Jahre alles dafür gegeben, um damit wir die Kundenerfolge steigern. Also wirklich, wir haben ganz viel dafür gemacht. Das zieht sich wirklich durch alles durch und diesen Willen, ständig alles zu hinterfragen, um sozusagen es immer noch leichter für die Kunden zu machen, ihre Kundenerfolge zu erzielen, das zeigen uns wirklich aus. Und also das hat uns da dieser Leitstern sozusagen, dass wir das erreichen wollen und dass die Kunden eigentlich, die Kundenerfolge zu oberst kommen, ist ganz wichtig gewesen. So, dann ist es so, dass man durch das ständige Wachstum natürlich auch herausgefordert ist, die Prozesse immer wieder zu erneuern. Also sprich, so wie wir zum Beispiel die Positionierung gemacht haben, also das hat sich über den Lauf der Zeit verändert, wie wir das machen, wie wir die Teammitglieder einbinden, und es war noch nie so gut wie jetzt. Also die Ergebnisse sind auch noch nie so gut wie jetzt. Ja, sozusagen dieser Prozess macht eigentlich das Ergebnis. Das ist nicht mehr nur Christian Mugrauer persönlich, aber selbstverständlich spiele ich auch je nach Programm eine ganz definierte Rolle darin. In jedem Programm spiele ich eine Rolle. Aber der Erfolg, der kommt nicht nur durch mich zustande, sondern durch das Zusammenwirken dieses ganz starken Ablaufs, der quasi den Kunden die Orientierung gibt. Und am Ende muss der Kunde ja selber spüren, wow, das ist mir jetzt auf den Leib geschneidert, da stehe ich hundertprozentig dahinter, da gehe ich jetzt nach draußen. Und wir sind heute mit Sicherheit 10-mal so produktiv, kann man sagen, wie noch vor 3 Jahren. Also das heißt sozusagen, wir schaffen es in der gleichen Zeit viel mehr zu leisten durch clevere, ganz geschickte Prozesse, die wir immer wieder weiterentwickelt haben. Ja, ansonsten Probleme würden dann links und rechts entstehen, halt so wie bei normalen Unternehmen, wenn normales Unternehmen wächst. Aber bei uns eben nicht, weil wir eben diese Dinge richtig gemacht haben. Das muss man einfach so sagen. So, Punkt Nummer 3. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man sozusagen schon auch ganz klare Ziele hat und auch sozusagen wie, also auch die Wünsche, wie man das erreicht. Ja, also da sind Yvonne und ich einfach sehr klar und diskutieren das miteinander und halten immer an diesen Zielen fest. Ja, es kommt nicht vor, dass wir an Zielen nicht festhalten. Ja, also das ist einfach so. Dann der nächste Punkt ist natürlich die Lösungssuche und auch der Glaube an die Lösung. Also sprich, was nützt dir ein Ziel, wenn du nicht dran glaubst?
Ne? So, also das ist ganz wichtig und ja, du musst natürlich schon auch Lust haben, Lösungen dafür zu finden. Manchmal findet man eine Lösung schneller und manchmal findet man, braucht es mehr Zeit, bis die richtige Lösung da ist. Manchmal ist es auch ein Fehlschlag, manchmal ist es ein Rückschlag, manchmal kommt man nicht so weiter und da muss man immer am Ziel dran sein, immer an das Ziel glauben, immer auch sozusagen ja, das Ziel im Blick haben auch. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Du selbstverständlich dran glauben, man darf nicht an dem Ziel zweifeln, das tun wir nicht. Ja, also Ziel, die wir uns stecken, da wird so lange dran geglaubt, bis das so ist. Ja, also da weichen wir auch nicht davon ab. Nächster Punkt, passt gut dazu, geht nicht, gibt's nicht. Ja, das ist eine persönliche Einstellung von mir. Ja, Spaßeshalber habe ich kürzlich mal zu Yvonne gesagt, so im privaten Bereich, ne, gibt's ja gewisse Lebensbereiche, wo man dann auch schon mal sagt, nichts muss, alles kann, aber so im Geschäftlichen bin ich anders eingestellt. Da sage ich, nichts kann, alles muss. Ja, ich habe zwar auch schon gefragt, was wäre, wenn ich da auch sage, nichts muss, alles kann. Na, kleiner Spaß. Also das sind ja auch Entwicklungsthemen, aber geht nicht, gibt's nicht. Ne? Also das heißt, wenn ich mir ein Ziel setze, das gibt's für mich nicht, dass das nicht geht. Aber wenn Teammitglieder kommen und sagen, das und das geht nicht. Ne? Ich versuche zu vermeiden, dass wir überhaupt so jemanden im Team haben, der mir irgendwie sagt, das geht nicht, weil wir alle wissen, dass alles geht. Ja, das ist ja nur die Frage von den richtigen Ressourcen und der richtigen Denkweise. Und deswegen mag ich nicht, wenn ich Leute um mich rum haben, die irgendwie sagen, es geht nicht. Ja, so, sondern sie sollen mir sagen, wie es geht. Vielleicht kostet es viel mehr oder vielleicht braucht es länger oder wir brauchen nochmal jemand oder was weiß ich. Aber ich mag die Antwort gar nicht, das geht nicht. Ne, das schließe ich einfach aus. Das ist doch Mist. Das will ich gar nicht hören. Geht nicht, gibt es nicht. Es gibt immer einen Weg. Das ist einfach ein starker Glaubenssatz. Der hilft, Ziele zu erreichen, auch anspruchsvolle Ziele, das kann ich euch sagen. So, ja, und dann ist eben extrem wichtig, so das Magische, so der Feenstaub, sag ich jetzt mal, das Außergewöhnliche von allem, was wir machen, entsteht natürlich schon dadurch, dass Yvonne und ich alles gemeinsam ausarbeiten. Ja, das heißt, jedes Konzept, auch zum Beispiel jetzt diese Titel hier, wenn ich jetzt so eine Folge mache, diese sind gemeinsam überlegt. Wir nutzen dabei auch unsere Intuition. Ja, das heißt, wir gucken uns an, wie sich das anfühlt, wenn man die Folge so macht. Ja, und auch wenn wir Konzepte machen, wie macht man jetzt den Positionierungsablauf besser oder die Marketingunterstützung für die Kunden, wie kann man die verbessern? Sowas arbeiten wir alles aus gemeinsam und durch unsere unterschiedliche Sichtweise, Yvonne und ich sind ja sehr verschieden, aber wir können sehr gut zusammenarbeiten, ja. Und ja, und das ist einfach etwas Außergewöhnliches, dass wir es als Paar eben schaffen. Übrigens gibt es bald eine Folge mit Yvonne, wo wir das beleuchten, ja, wie wir sozusagen als Paar, aber auch als Geschäftspaar zusammenwirken, wie wir das beides, wie eben beides klappt sozusagen, ja, und das schon seit so langer Zeit. Also gibt es eine Zusatzfolge. Aber jetzt bleiben wir hier, wir machen alles gemeinsam. Also das heißt, ich trete so ein bisschen mehr nach außen natürlich auf, klar. Bin mehr so im Marketing auch sichtbar. Aber zum Beispiel, wir machen auch nach innen, zum Beispiel beim Consulting Day, das ist ein zentraler Baustein für den Erfolg von unserer Premium Business Mastery. Also das ist eines unserer wichtigsten Programme und da spielt Yvonne dann eben eine Rolle in diesem Consulting Day. Da nutzen wir ganz stark unsere Intuition. Ich will es jetzt gar nicht weiter verraten, wie wir das machen. Das ist total einzigartig. Also die Kunden sagen ja da immer, so wie wir das zusammen machen, das gibt es im deutschsprachigen Raum nirgends. Und wir haben Kunden, die haben schon alles gemacht. Ja, also das ist einfach so. Ja, also das ist schon ein besonderer Aspekt bei uns, dass wir einfach durch, das kann man jetzt begründen, Yin-Yang, weiblich, männlich, intuitiv, strategisch, ja, wir bündeln einfach alle unsere Möglichkeiten und kommen so natürlich auch zu außergewöhnlichen Lösungen. Das ist einfach so. Das machen wir systematisch. Das überlassen wir nicht dem Zufall. Yvonne ist da immer integriert. Ja, und deswegen alles, was wir heute haben, trägt auch ihre Handschrift. Ist eine gemeinsame Handschrift. Ja. Und das ist schon sozusagen etwas Besonderes, so ein Business zu machen als Paar. Ja. Und deswegen
Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann, wenn uns Dinge klar sind, setzen wir die sofort um. Das ist eine besondere Stärke halt von mir. Ja, das nehme ich dann in die Hand. Wenn was klar ist, mache ich das sofort. Also das kann dann tatsächlich sein, wenn wir zum Beispiel eine tolle Idee haben. Die haben wir manchmal, weil wir das mussten, weil wir so viele neue Kunden gewonnen haben, haben uns vielleicht eine neue Lösung überlegt. Und dann kann es sein, dass ich das keine 24 Stunden später schon umsetze. Ja, dass da informiert wird, dass das entsprechend vorbereitet wird, dass die Leute instruiert werden und dann die Kunden. Also ich setze sofort um. Ja, wenn mir Dinge klar sind, es braucht einen gewissen Klärungsprozess. Es muss klar genug sein. Und wenn es klar genug ist, dann setze ich sofort um. Und ja, und so kommt es eben zustande, dass wir uns eben ständig neu erfinden, eben an der Maßgabe, ne, Kundenerfolg, natürlich auch unsere Ziele, die wir haben. Und immer dann, wenn das nicht mehr so gewährleistet ist, dann handeln wir. Ja, dann handeln wir und entwickeln uns eben weiter. Ja, das machen wir zusammen und setzen dann sofort um. Das ist so die Quintessenz. Genau. Ja, und das kannst du natürlich von uns lernen, weil du solltest das ja auch können. Ja, das ist auch für dich ein wesentlicher Faktor künftig vielleicht in deinem Unternehmen, bei deinem Business, in deiner Selbstständigkeit entsprechend zum Erfolg zu kommen. Und ja, wenn du dann so ein Programm bist, ich meine, du wirst es aufsaugen, du wirst dazu inspiriert, du wirst es lernen von uns. Wir sind dann eben dein Vorbild. Und du kannst uns auch Fragen stellen. Also es ist eine gute Idee, in unser Programm zu kommen. Das wollte ich einfach da mit sagen. Das ist im Rahmen einer Selbstständigkeit vielleicht ein Schlüsselfaktor, ja, all seine Träume verwirklichen zu können. Sage ich jetzt einfach mal so. Okay, also wie kommst du da hin? Ganz einfach, mach einen Termin bei christian-mugra.com/yes. Also irgendwo findest du hier im Zusammenhang einen Link. Da klickst du drauf und dann machst du einen Termin mit meinem Team und klärst eben, wie du deine Ziele jetzt schon bald mit unserer Hilfe entsprechend erreichen kannst. Ja, das machen wir völlig kostenfrei mit dir und sagen auch die Wahrheit zu dir, wenn wir jetzt sagen, Mensch, das wird nicht gehen. Ne? Aber wahrscheinlich geht's ja. Deswegen geh dahin. Und nutz diese Möglichkeit. Mach jetzt gleich den Termin. Stell Verbindlichkeit her. Geh einen Schritt nach vorne. Du hast nichts zu verlieren. Du hast alles zu gewinnen. Genauso würde ich das machen. Und jetzt hast du ja die Folge gehört, wie ich vorgehe. Also tu's. Meld dich da an. Handle jetzt. Das kann ich dir nur raten. Ich wünsche dir alles Gute in der Zwischenzeit, bis wir uns dann erstmals persönlich kennenlernen. Und ja, bis dorthin. Alles Gute. Dein Christian.